Okay, ja, dann mal herzlich willkommen zu The Closing Shift. Okay, gehen wir mal zur Arbeit. Unsere Bude sieht ja eigentlich ganz okay aus. Sieht ja ganz schnieke aus. Mit dem guten VHS-Filter hier. Oh, die guten japanischen Toiletten. Mit der Popo-Spülung. Okay, ich kann hier nicht mit viel interagieren. Wir sollen zur Arbeit gehen. Nee, wir wollen ja nicht warten. Wir gehen zur Arbeit. Ja, ich hab hier noch mein großes Rodecaster-Ding. Ne? Rodecaster. Damit könnte ich den Sound auch komplett runterregeln, zur Not. Also, so ist das jetzt nicht. Da brauche ich nichts in Windows selber rumstellen. So. Ich gehe mal ganz runter. Was? Wir sollen jetzt zur Arbeit gehen. Okay. Hier liegt einfach random ein Handy rum. Ah. Huch. Wer bist du denn? Der lauert. Ja. Ne, eigentlich muss ich auf der anderen Seite einsteigen, ne? Wir sind in Japan. Ist Linksverkehr. Ist das dein Handy? Der sucht nach etwas. Entschuldigung. Hallo. Du siehst ja aus, ey. Alter. Hey, suchen Sie etwas? Ich habe das hier gefunden. Her damit. Hey, sollen wir ein bisschen freundlicher? Ich hab dir dein Handy wiedergegeben. Ich hätte auch einfach. Jetzt auch einfach liegen lassen können. Wird das unser Stalker sein? Der sieht schon sehr verdächtig aus, finde ich. Oder? Komm ich jetzt hier. Ah, ich komme hier rein. Okay. Arbeit fahren. Der sieht schon sehr verdächtig aus. Achso, wir sind schon bei der Arbeit. Mein Auto. Gehen einem ja die Augen bei kaputt mit dem VHS-Filter. Okay, wir können auf jeden Fall mit dem Mülltonnen interagieren. Was ist denn das? Ach, das ist das Drive-In-Fenster. Ah, okay. Muss ich hier tatsächlich auch Gäste bewirtschaften oder was? Wir werden in einem Café arbeiten, so wie es aussieht. Sieht sehr nach einem Café aus. Drive-Thru. Ja. Jetzt gar nicht ähnlich von Starbucks und so, ne? Auch hier Chillers Coffee. Okay. Alles klar. Ein Café soll es denn sein. Schließen wir mal. Packtüten. Hallo. Ich möchte meine Schicht beginnen. Warum steht hier denn keiner? Ich dachte, es ist offen. Ach, die geilen japanischen Toiletten immer, ne? Komm ich hier jetzt durch? Ah. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Okay, machen wir. Ich nehme eine Vanillelatte in Venti, danke. Was zum Teufel ist denn... Hat schon lange auf uns gewartet, glaube ich. Wir sind ja auch zu spät. Leichi, bitte benutze ordentliche Größenangaben. Venti, dann bekommst du von mir einen Ventilator und durch den spritze ich deine Latte. Dein Hals sieht nicht sehr gesund aus, Fräulein. Ach nee, Senpai ist ja ein Mann. Also sein Hals sieht nicht gesund aus, liebe Leute. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Was? Funahashi. Funahashi-Senpai. Sei vorsichtig. Beim nächsten Mal werde ich es dem Manager erzählen. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde verantwortungsvoller sein. Das reicht aber nicht. Sag mir, dass du dich nicht nochmal verspäten wirst. Hast du verstanden? Ja, Sir. Ich werde in Zukunft pünktlich sein.
Außerdem hast du ein paar Bestellungen vermasselt, nicht wahr? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Falls du Probleme mit deiner Bestellung hast, gibt es Tutorial-Videos zum Ansehen für dich. Okay, ich schaue sie mir an. Oh, und noch etwas. Leg dein Handy in den Spind. Während der Arbeit wird nicht getextet. Yes, sir. Okay, mein Spind. Ah, hier kann ich die einzelnen Videos mir angucken. Tutorial-Videokassette für kalte Getränke, für heiße Getränke und für Essen. Okay, warte. Dann gucken wir uns erstmal die Videos an. Essen. Luko, herzlich willkommen, mein Lieber. Hallo, hallo. Okay. Eine Tüte in Essen nehmen, eine Tüte rausnehmen, Tüte packen und hinlegen. Und das war der Bon? War das gerade der Bon? Ja, das sieht ja recht einfach aus. Das sollten wir hinkriegen. Kassette für heiße Getränke. Okay. Bestellzettel nehmen. Becher, Kaffee. Also je nachdem, ob man dann eine Latte haben möchte, natürlich mit Milch, Milchaufschäumer. Will ich jetzt mal behaupten. Okay, hier sind wahrscheinlich die einzelnen Sirups. Okay. Kalte Getränke. Oh, warte, wo hat er das Glas gerade rausgenommen? Shit. Chat geachtet. Okay, Zettel. Ah, die Gläser sind daneben. Ja, okay. Ja, gut. Werden wir schon hinkriegen, ne? Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Spind für Reinigungsutensilien. Achso, okay. Mein Spind. Meine Sachen weglegen. So, Private Room. Wir haben die Videokassette tatsächlich angeschaut. Okay, da kommen wir nicht rein. Was haben wir hier denn noch? Oh, Rezepte. Eieiei. Kalt. Chocolate Chip. Chillapuccino. Zerkleinertes Eis plus Kaffee plus Milch. Plus Schokoladensoße plus Kakaopulver. Ach du Scheiße, das merke ich mir auch nie. Um Gottes Willen. Das werde ich nie hinbekommen. Uiuiui. Liebe Leute. Was? Welchen Gegenstand sollen wir denn wegwerfen? Ich habe keinen Gegenstand. Oh, Alter. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Auf einmal steht er im Laden, ey. Ah. Guten Tag. Takashi, haben Sie Chillas Coffee gesagt? In so einem schicken Laden war ich noch nie. Oh, danke schön. Ich fühle mich unwohl. Etwas ist seltsam an diesem Ort. Meine Tochter ist ein Fan von diesem Café. Und jetzt bin ich hier. Jedoch... die Getränkewahl überlasse ich Ihnen. Was? Ich möchte zwei Getränke. Möchten Sie einen Latte und einen Kaffee? Oh, das geht in Ordnung. Es ist hier echt ungemütlich. Sag ich auch immer, wenn ich irgendwo im Café bin. Wenn ich zu Starbucks reingehe, ist das Erste, was ich sage, ist auch, nee, das ist ja echt ungemütlich hier. Geben Sie mir mal bitte zwei Getränke Ihrer Wahl. Die können sich das aussuchen. Aber bitte schnell, es ist echt ungemütlich hier. Ja. Aber wie können Sie für sowas solche Preise verlangen? Ja, meine Güte, wir können es halt. So, Zettel mit Bestellung. Zettel mit Bestellung. Wie kann ich die Bestellung denn jetzt... Was wollt ihr denn jetzt haben? Latte? Wie kann ich die Bestellung angucken? Ein Kaffee und ein Latte. Latte, Kaffee und aufgeschäumte Milch. Okay, nehmen wir mal zwei Becher, ne? Kaffeemaschine. Und Kaffeemaschine. Dann einmal ein Becher. Huch, was ist das denn? Oh ne, Schlagsahne wollen wir nicht. Ja, Sojamilch oder normale Milch? Was hätten Sie denn gerne? Sojamilch oder normale Milch? Hm, okay. Er schweigt. Dann kriegst du normale Milch. Selber schuld. Selber schuld. So, da kommt jetzt ein... Achso, nee, warte.
Da kommt hier so zack. Ein Deckel drauf. Servierfertiges Getränk. Was ist das denn? Kommt hier Trinkgeld rein? Weiß es nicht. So. Dann haben wir die Milch. Warte, wo ist denn jetzt die Milch? Achso. Ist die da jetzt mit drin? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ist da jetzt mit drin. Achso. Okay. Das ist der Kaffee. Geile Animation. Der Hammer. Bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen. Der verpisst sich einfach. Der geht einfach raus. Gamer. Herzlich willkommen, mein Lieber. Herzlich willkommen bei Closing Shift. Was ist das? Er hat mir noch nicht mal Trinkgeld dagelassen in der Sack. Und die Tür kann er auch nicht zumachen. So, warte, nee. Ich muss Kunden bedienen. Hier ist doch gar kein Kunde. Lass mich raus. Ich bin raus. Die sehen sehr wild aus, die Figuren, muss ich sagen. So, herzlich willkommen, meine Liebe. Saran, haben Sie die Nachrichten gesehen? Es soll verstärkt Stalker geben. Was? Echt beängstigend. Eine Frau wie ich muss vorsichtig sein. Oh, warte mal. Eure Kerle schauen mich an. Also, passen auch sie auf sich auf. Nun, sie müssen sich nicht so viel Sorgen machen wie ich. Aber sie sollten trotzdem auf der Hut sein. Einen dunklen Mocha-Cappuccino, bitte. Ja, alles klar. Ein was? Achso, ich muss den Kassenzettel erstmal rausnehmen. Chocolate Chip Chillapuccino. Klar. Natürlich. Kennt man. Wo ist denn der? Was ist denn das? Ein Matcha Chocolate. Ach, das ist ein Kaltgetränk. Okay. Ein Chocolate Chip Chillapuccino. Zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensoße, Kakaopulver. Okay, ich muss hier wahrscheinlich noch dreimal reinrennen. Das ist auf jeden Fall ein Kaltgetränk, deswegen. Das ist ein Deckel für einen Kaltgetränkebecher. Warte mal. Denn ich. Okay, Kaltgetränkebecher. Eis. Wo ist denn Eis? Wo ist denn Eis? Das Eis? Nee, das ist der Mixer. Mixbecher, Mikro. Eisbox. Ach so. Nee, Moment. Jetzt habe ich drei Deckel hier drin. Gott, ich mache hier alles durcheinander. Ey. So, okay, gib dir erstmal Kaffee. So, Kaffee ist drin. Dann kommt hier Eis rein. Dann haben wir Milch und Schokoladensoße. Kommt da normale Milch rein oder aufgeschäumte Milch? Wahrscheinlich aufgeschäumt, oder? Ach nee, dann steht hier aufgeschäumte Milch. Okay, also einfach nur so Milch. Milch. Dann kommt da Schokoladensoße rein. Wollen wir denn hier Schoko? Chocolate. Ist da jetzt Schokoladensoße reingegangen? Ich hab da jetzt so einmal raufgepumpt. Wird schon richtig sein. Und Kakaopulver. Wo gibt's denn, wo ist denn Kakaopulver? Kakaopulver. Da. Kakaopulver, Gebäckregal, Schlagsahne, Milch. Ah, hier sind Pulversorten. Okay. Coco
Chai, Tee, Nuts, Matcha, Vanillebohnen, Kakaopulver. Okay. Sollte, glaube ich, richtig sein, ne? Was? Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Warte, wir haben... Müssen wir das Eis... Warte mal. Können wir das Ganze noch mal im Mixer packen hier? Warte mal, das wäre jetzt auch... What the fuck? Ach komm, wir schmeißen den weg. So. Wir schmeißen den weg. Komm, den schmeißen wir auch weg. Jetzt machen wir es nochmal neu. Also, wir brauchen Eis. Warte, wir stellen den erstmal hier hin. So, wir brauchen erstmal Eis. So, Eis. Zack. Ne, ist drin. So, das Eis, das kleinern wir jetzt erstmal. Warte, nee, halt. Geh doch mal rein da. Hä? Wie krieg ich jetzt das Eis zerkleinert? Warte. Die Truhe sollten wir erstmal zumachen, sonst schmilzt das. Sonst schmilzt unser Eis weg. Warte mal, wie kriegen wir jetzt das Eis zerkleinert? Ist das, wenn ich den Mixerbecher mache, ist denn das Eis automatisch zerkleinert? Die Soße kommt zum Schluss. Dann muss ich das auch in der richtigen Reihenfolge machen? So, ich habe zerkleinertes Eis drin. Jetzt kommt Kaffee, dann Milch. Jetzt kommt Kaffee. So. Dann kommt Milch. So. Dann kommt Schokoladensoße und dann Kakaopulver. Einmal sollte ja reichen, ne? Und Kakaopulver. So. Deckel drauf. Nee. Kann ich den Mixer hier hinstellen? Dann platzieren. Becher platzieren. Okay. Hey. Wie muss ich das hier machen? Hier steht jetzt auch zerkleinertes Eis, tatsächlich. So, zerkleinertes Eis. Kaffee. Milch. Schokoladensoße. Ich nehme das mal in die Hand. Jetzt müsste das ja hier stehen, ne? Kaltgetränkebecher, zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensoße. Okay.
So kann ich das kontrollieren. Alles klar. So, jetzt müsste er ja fertig sein, oder? Jetzt müsste er fertig sein. Ja, jetzt müsste er fertig sein. So, stellen wir mal hier hin. Geben wir mal einen Deckel drauf. Deckel drauf. Haben wir... Ach, Strohhalm, ne? Nee, Strohhalm kann man nicht machen. Okay, Strohhalm geht nicht. Gibt kein Strohhalm dazu. Oh. Ah, beschwert euch nicht. Guck mal, sie setzt sich ja... Oh, Alter, der kam aber um die Kurve gedüst. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, dass du mir nicht in den Laden gefahren bist. Da beschwert ihr euch hier auch noch. Wir tun manchmal können. Um Gottes Willen, das sind zu viele. Das kriege ich doch nie hin. Ein Matcha-Kuchen, bitte. Hör auf zu schubsen. Ein Salted Caramel Matcha. Dann nehme ich ein Matcha Chillapuccino. Du schaffst deine Getränke nie. Lass uns eines teilen, Alter. Sicher, lass uns das machen. Ein Kürbiskuchen. Ich denke, ich nehme auch was zu essen. Du kannst zuerst bestellen. Ich nehme heißen Kakao. Heißer Kakao? Dein Ernst? Ich bin nur Alter. Ey, zeig jetzt, Mann. Hör auf. Ich bin momentan knapp bei Kasse. Das hättest du direkt sagen sollen. Komm, ich gebe dir einen aus. Was möchtest du trinken? Ja, aber... Nur raus damit. Er hat mehr als genug Geld. Nein, das nicht. Aber du kannst trotzdem bestellen, was du willst. Wenn das so ist, möchte ich einen White Mocha. Mocha. Okay, auch was zu essen? Nein. Nur was zu trinken. Ach komm schon, hol dir auch was zu essen. Aber, okay. Amerikanische Waffeln. Waffeln! Danke, ihr beide. Was? Okay, warte, wir fangen oben an. Matcha-Kuchen, Kürbiskuchen, amerikanische Waffel und Apfelkuchen. Oh? Ich glaube, sie haben sich bei der Ach so! Oh Gott. Oh nein. So, ich dachte, die gehen jetzt. Ich hätte... Ach so, okay. Jawoll! Wenn sonst nichts ist. Warte, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ein Matcha Chillapuccino. Okay, machen wir erstmal den Matcha Chillapuccino. Natürlich. Den Matcha Chillapuccino. Wer kennt ihn nicht? Ah, ist wieder ein Kaltgetränk. Zerkleinertes Eis, Milch, Matcha-Pulver, Schlagsahne. Das kriegen wir hin. Zerkleinertes Eis. Warte, ich habe hier doch noch einen Mixer. Habe ich hier ja noch stehen. So. Zerkleinertes Eis. Hoppa. Hopp. Nee, halt. Das war falsch. Gott. Verkleinertes. Ach, ich bin schon wieder. Matcha, Matcha, Matcha. Milch, Matcha-Pulver, Schlagsahne. Milch. Hey, komm mit. Oh, Matcha-Pulver. Und Schlagsahne. Ja. Klang gut. So, erster Becher fertig. Bitteschön. So, nächste Bestellung war ein Matcha-Chiffon-Kuchen. Okay. Warte. Oh, krass. Okay. Boah, direkt. So. Hätten wir auch. Zettel mit Bestellung. Ein White Mocha. Oh, Mann. White Mocha. Kaffee, aufgeschäumte Milch, weiße Schokoladensoße. Okay. Kaffee. Wir brauchen einmal. Hoppa. Aufgeschäumte Milch. Was war das noch? Kaffee, aufgeschäumte Milch. Und was noch? Weiße Schokoladensoße.
White Chocolate Sauce. Okay. Ja, ein Tupfer reicht, ne? Wir müssen ja Geld sparen. Wir müssen ja Geld sparen, liebe Leute. So. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut, liebe Leute. Ein Kürbiskuchen. Kriegen wir auch hin. Wo haben wir denn... Huch. Backende Käse, Sahne, süße Erdbeer. Oh, 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 lecker, lecker. Ein was? Speck und Spinat-Quischi? Oh mein Gott. Ein Kürbiskuchen, da haben wir ihn. Machen wir natürlich wieder zu. So, das hätten wir auch. Dann hätten wir ein Salted Caramel Mokka. Boah, was ist denn das hier? Ich dachte, das wäre ein Horrorspiel. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnusssirup, Schokoladensauce. Kaffee, aufgeschäumte Milch. Ich muss hier sowieso wieder Kaffee, aufgeschäumte Milch. Machen wir erstmal das. Machen wir erstmal wieder Kaffee. Da, da, da. Milch. Dann kam Karamellsirup. Haselnuss-Sirup und Schokoladensauce. Karamell, Haselnuss, Schoko. Karamell, Haselnuss, Schoko. Karamell, Haselnuss, Schoko. Ach, das war Sirup, ne? Scheiße. Karamell-Sirup, Haselnuss-Sirup, Schokoladensauce. Okay. Karamell-Sirup, Haselnuss-Sirup und Schokoladensauce. Uiuiui, ja, komplizierter Mist hier. So, jawohl. Ich bin so gut, ich bin so gut. Amerikanische Waffeln, das geht schnell, das geht schnell. Die habe ich hier irgendwo gerade gesehen. Amerikanische Waffeln. Zack. Oh, warte, zumachen. Sonst fliegen die, sonst kommen hier die Fliegen rein. Das wollen wir nicht. So, und du brauchst noch einen amerikanischen Apfelkuchen. Meine Güte, ey. Ihr seid aber ganz schön verfressen hier, Leute. Oh. Tschüss. Wir möchten leben, ja. Ah. Aber es geht schon. Ist ganz okay hier gerade. Bisher. Boah. Ey, die rasen hier aber auch längs, ne? Mach doch mal bitte die Tür zu und warum komme ich hier nicht weg? Oh, wer bist du denn? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Asako. Hier ist meine Bestellung. Okay, ja. Dann gibt's halt keinen Smalltalk. Eine Latte. Oh, Latte kann ich. Latte kann ich. Damit kenne ich mich aus. Mit Latten kenne ich mich aus. Der Hammer. Hey. Ich bin ein Privatdetektiv. Ist Ihnen hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Nö. In letzter Zeit haben sich Belästigungsfälle gehäuft. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht was gesehen haben. Nö, uns ist jetzt nichts aufgefallen, oder? Ist euch was aufgefallen? Mir nicht. Rufen Sie mich an, wenn was passieren sollte. Versuchen Sie früher zu schließen, wenn Sie keinen Ärger wollen. Ja, ich glaube, das kann ich nicht machen. Sonst wird mein Chef böse. Was haben wir hier eigentlich? Hot Chocolate and Chocolate. Tea and Others. Was? Fege den Boden. Oh, warte. Ja. Ja. Ich weiß ja, wo die Sachen hier drin sind. Mit dem Besen. Uhuhu. So, wir machen jetzt sauber. Ach, jetzt komme ich hier wieder rein. So. Einmal Tür schließen. Okay. Ich kann leider nicht schließen. Oh, meine Güte. Diese Schmutzfinken. Also, ich muss gedrückt halten. Diese Schmutzfinken. Das ist mehr ein Kaffeesimulator hier gerade, oder? Der gute Kaffeesimulator. Ihr kennt ihn nicht. Aber es soll tatsächlich noch horrormäßig zugehen hier. Vier von fünf? Wo ist ja noch einer?
Noch irgendwo. Ach, da vorne. Oha. Was? Welche Taschenlampe? Warum liegen hier Milchtüten rum? Guten Tag. Hallo? Okay. Einer da? Ich glaube, die kann ich wegwerfen, ne? Nein, kann ich nicht wegwerfen. Kann ich die hier reinpacken? So. Okay. Soll das die Uhrzeit sein? 11.15 Uhr? Bin ich. Kann mich nicht bewegen? Warte mal, stand das Ding nicht eben auch am Computer? Im Café? Hier, das sollen das sein? Eichhörnchen oder so? Warum sind wir wieder zu Hause? Diese Eichhörnchen, das stand doch eben auch bei uns am Computer, oder nicht? Ich muss bestimmt wieder zur Arbeit, oder? Ich gehe mal wieder zur Arbeit. Wahrscheinlich, denke ich mal. Gehe ich mal von aus, dass wir wieder zur Arbeit müssen. Warte, nee, hier geht's noch weiter runter. So, es regnet, die Erde wird nass. Das wird ein Markenzeichen sein. Heißen schließlich Chillers und das ist ein Chinchilla. Achso, das soll ein Chinchilla sein. Okay. Entschuldigung. Zur Arbeit fahren. Ich glaube, wir sollten zur Arbeit fahren. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Keine Ahnung, ob es richtig war oder nicht. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Semper reden. Okay. Ja, machen wir. Guten Tag. So, einmal wieder zumachen. Ist stürmisch draußen. So. Leg erst meine Sachen weg. So, hallo Senpai. Hey, ernsthaft? Du bist schon wieder zu spät? Hast du verschlafen? Ich bin schon wieder zu spät. Oh Mann. Tut mir so leid. Nein, nicht. Es tut mir so leid. Du sollst gefälligst pünktlich sein. Hey, nicht vor dem Kunden, bitte. Das ist schon das zweite Mal. Entschuldigung. Etwas mehr Begeisterung würde guttun, denkst du nicht? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich wecken kann? Okay, Entschuldigung. Warum musstest du mir hier jetzt so einen Einlauf geben, direkt vom Kunden? Okay, hier sind die... Wo bist du eigentlich hingerannt? Okay. Okay. Er ist einfach komplett weg. Er ist einfach komplett weggerannt. Okay, herzlich willkommen. Hier ist meine Bestellung. Holy shit. Was ist mit dir los? Oh, der hat aber... Der hat aber einen guten Heißhunger hier drauf, du. Okay. Ein American Scone Caramel Toffee. Ein was? Okay, ja. Okay. Dann ein amerikanischer Apfelkuchen. Wo war der denn noch? Ich würde hier die Erdbeersahne-Rolle eher nehmen, ne?
Ist hier so ein amerikanischer Apfelkuchen. Warum eigentlich immer amerikanisch? So. Und eine Waffel auch noch. Meine Güte, ey. Also. Weiß ja nicht. Waren die Waffel? Waren die blöde Waffel? Da oben. Oh, warte. Einmal zumachen. Kommen die Fliegen rein? So, und der Kaffee. Genau. Aber ich werde besser. Ich werde besser, liebe Leute. Ah. Ey, junge Frau. Vielen Dank. Hm? Aha. Sie sehen beeindruckend aus. Das war ein Apfelkuchen, ja. Also American Pie heißt ja Apfelkuchen. Kein Grund, mein Japanisch zu loben. Ich lebe hier bereits seit mehr als 15 Jahren. Hey, junge Frau. Irgendetwas stimmt mit diesem Ort nicht. Irgendetwas hat dieser Laden. Vielleicht liegt es an dem Kerl da drüben. Ich sehe da keinen. Welcher Kerl? Hä? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Werden Sie möglicherweise von Geistern verfolgt? Nein, bitte nicht. Nun, vielleicht werde ich das. Wie dem auch sei, ich bin spät dran, also muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Okay, danke für die Info. Und wo stand da ein Typ? Habt ihr da einen Typ gesehen? Ich habe da keinen Typen gesehen. Komm, ich muss Kunden bedienen. Hier ist doch gar keiner. Und der hat schon wieder die Tür nicht zugemacht. Sag mal, sind die alle in der U-Bahn aufgewachsen oder was? Macht hier keiner mehr die Türen zu? Ach so. Ja, gut. American Pie ist für mich aber eigentlich Apfelkuchen. Ich glaube, das war ein Apfelkuchen. Oder nicht? Also hattest du ja auch gefragt. Das muss ja. Ich glaube, ja. Ich meine, das war ein Apfelkuchen in American Pie. Vanilla. Was? Vanilla Chillapuccino. Plus Milch. Ach so, okay. Er will ein Vanilla Chillapuccino. Ein Vanilla Chillapuccino. Zerkleinertes Eis, Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Will er die Milch jetzt plus Milch da drin haben oder will er die extra haben? Man weiß es nicht. Ich werde es so probieren. Zerkleinertes Eis, Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Okay, wir nehmen einen Becher. Wir nehmen einen Mixer. Wir nehmen Eis. So, da kommt Milch rein. Wir machen die Milch zum Schluss. So, was war das? Vanilla Chillapuccino. Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Vanillesirup. Ich hab hier nur Achso, okay. Da steht Bohnen drauf. Da steht Vanillebohnen drauf. So, und dann machen wir hier jetzt noch zweimal Milch rein. Plus Milch. So. Plus Milch. Mal gucken. Wir schauen mal. Leck mich am Arsch, ey. Ich hätte das okay. Ja, gut. Ist ja okay. Dann gib's halt die Milch so. Das heißt Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Okay. Entschuldigung, ich hab's natürlich wieder falsch gemacht. Der Horror baut sich, aber das ist so typisch japanischer Horror. Der Horror baut sich langsam auf.
Das ist tatsächlich wirklich typisch japanisch. So, Milch. Vanillesirup. Und Vanillepulver. So. Was? Ach shit, falschen Deckel aufgehoben. So. Micha. Milch. Kann ich da auch zwei Becher hinstellen? Nee, kann ich nicht. Und nochmal. Oh, hab ich jetzt. Shit. Was ist das denn? Sojamilch. Oh, jetzt habe ich dreimal Sojamilch. Dass mein Inventar leer ist, das tut mir leid. Auch wenn es echt voll die Lebensmittelverschwendung ist, was ich hier mache. Aber es passt schon. Oh, wer bist du denn? Hallo. Schönen guten Tag. Toja, du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? Nein. Wollen Sie was bestellen? Dein Herz. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Wir können den für nur limitierte Zeit verfügbaren Double Chocolate Chillapuccino empfehlen. Verstehe. Wie ist deine Handynummer? Boah. Akzeptiere nein, bitte. Ich sehe echt gut aus, nicht wahr? Da würde es mir auch die Sprache verschlagen. In dieser Gegend bin ich echt beliebt. Schmeißen Sie den Cringe weg! Runter mit dem Cringe oder ich schieße! Leg den Cringe weg! Jetzt ist deine Chance. Ich will Geld verdienen. Wie bist du denn drauf? Das wirst du bereuen. Ich gehe nach Hause. Ja, fuck you. Geh! Verschwinde! Hä? Was machst du denn jetzt hier? Achso, willst du. Hä? Ja, geh! Hau ab! Nee, ich glaube, das wird nicht der Stalker sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der. Das wird zu offensichtlich, glaube ich. Das wird zu. Bring den Müll raus und mache die Tische sauber. Welchen Müll? Oh, oh Gott, wo kommt der denn her? Mache die Tische sauber, muss ich bestimmt. Nee, Toilettenreinigungsmittel. Putzlappen, den brauche ich doch bestimmt. So, dann machen wir die Tischchen sauber. Wo ist denn hier? Zack, das geht natürlich alles mit dem Lappen weg. Selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass es der Stalker sein wird. Das wäre zu offensichtlich, glaube ich. Okay. Wer ist da im Auto? Man weiß es nicht. What the fuck? Das sind doch wir. Okay. Wir bringen mal den Müll raus.
Huch. Ich komme hier gar nicht weiter. Okay. Ja. Glaube ich auch. 11.27 Uhr. Wir kommen wieder zu spät zur Arbeit. Okay, irgendjemand guckt da sehr laut Fernsehen. Wir kommen wieder zu spät zur Arbeit. Diesmal sogar noch später. Ich glaube, hier können wir tatsächlich auch gar nichts machen, ne? In der Wohnung oder so. Ich laufe einfach zur Arbeit. Wir laufen einfach zur Arbeit. Alter. Holy shit, ey. Du kannst mich... Was ist denn mit dir los? Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen. Ja, what the fuck? Du kamst hier doch angesprintet. Was war das denn, ey? Boah. Jesus. Die Jugend von heute. Ja, am Arsch. Guck dir mal das Kind an. Das ist nackt. Es regnet. Es ist... Oder? Regnet es? Ich weiß nicht. Es stürmt auf jeden Fall. Du hast ein nacktes Baby hier im Wagen und ich soll verrückt sein oder was? Die Jugend von heute? Boah. Meine Fresse. Was war das denn? Holy shit, ey. Oh, yummy. Boah. Alter. Oh, warte. Der Stalker beobachtet mich wieder. Oh, wir haben tatsächlich einen Stalker am Hintern anscheinend. Wir haben echt einen Stalker am Arsch. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es der Junge war, sondern ich glaube auch, dass es der Typ, der im Auto da gerade saß. Und der denn ein Foto von uns gemacht hat, ne? Weil er saß ja auch hier in der Ecke, anscheinend. Was der Typ da... Entschuldigung, was der Typ hier gesagt hatte. So. Ich hab mich voll erschreckt. Junge, was war das denn, ey? Da kommt die mit ihrem Kinderwagen um die Ecke gesprintet. Hä? Mit dir los, Senpai. Heute ist deine erste Schlussschicht. Ich habe eine Frage. Kommen nachts seltsame Kunden? Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Es gibt eine Menge zu tun. Also, ich fürchte, jemand stalkt mich. Du willst mir weismachen, dass jemand an einer wie dir interessiert ist? Oh, das ist ja nett. Oh, das ist ja nett. Ich komme dir zu Hilfe geflogen, wenn was passiert. Mhm. Natürlich. Als ob. So. Aber wir haben immer noch das Foto. Oh. Hallöchen. Wie geht's euch auch? Eure Hälse sehen echt nicht gesund aus, liebe. Glaubt, da sollte mal was gemacht werden. Ich glaube, ihr solltet mal ins Krankenhaus gehen. Ich glaube, das sollte mal untersucht werden. Sorry, ich gehe auf die Toilette. Kannst du einen Macchiato für mich bestellen? Okay. Ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Du willst so viel essen? Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Ey. Seid ihr getrennt? Zusammen ist okay. Und ich nehme einen Matcha Chillapuccino. Was? Ein Chillapuccino? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Ich werde es überleben. Oh, was wollte Marie nochmal? Wollte sie nicht einen Macchiato? Du meinst Chillapuccino? Sie wird sich noch erkälten. Nein, wird sie nicht. Weißt du, mir würde es nichts ausmachen, aber Marie schon. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was mitbekommen? Ein Karamell-Macchiato. Heiß, bitte. Alles klar, ein heißer Karamell-Macchiato. Warte mal, die haben das doch hier gerade... Das ist doch gerade alles durcheinander gegangen, oder? Alter, boah. Haben die denn hier schon wieder? Beim Tortatis, uns wird hier gleich der Himmel auf den Kopf fallen. Okay.
Natürlich. Matcha, wir machen erstmal Matcha Chilla-Puccino. Matcha Chilla-Puccino, zerkleinertes Eis, Milch, Matcha-Pulver, Schlagsahne. So, den können wir hier hinstellen, den können wir hier hinstellen. Zerkleinertes Eis. Bitte habe ich jetzt nichts falsch gemacht. Ah, alles richtig. So, eine Erdbeersahne-Rolle. Ihr gefällt mir. Gefällt. Ihr wisst, was ich meine. Die haben den gleichen Geschmack wie ich. So. Was? Nochmal? Nee, das war was anderes, ne? Erdbeersahne-Rolle, Soße, rote Butter. Rot. Ah. Okay, war tatsächlich was anderes hier. Meine Güte, Kaffee plus Schlagsahne und Karamell Macchiato. Machen wir erstmal ein Karamell Macchiato. Oh, da. Karamell Macchiato, Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Karamellsoße. Das kriegen wir hin. So, einen Kaffee, eine aufgeschäumte Milch. Oh. Es gewittert. Was wollten die jetzt haben? Karamell Macchiato, Karamellsirup, Karamellsoße. Karamellsirup, Karamellsoße. Und die gute aufgeschäumte Milch. So. Fertig. Rohheim bitte selber nehmen, bedient euch. Aber bitte nur ein, ne? Nur ein pro Getränk, bitte. So, Kaffee plus Schlagsahne. Das kriege ich auch hin. Das ist ja einfach. So, Kaffee ist drin. Den stellen wir hier hin. Dann kommt die Schlagsahne dazu. Jo, hört sich gut an. So, zack. Bitte. Ach, die setzen sich hin. Das sind... Huch. Das sieht ja merkwürdig. Huch. Die springen auf die Stühle. Remy, okay, danke. Hallo, kann ich ihm weiterhelfen? Der obere Kaffee ist im Angebot. Okay, was? Guten Tag. Latte, bitte. Einen Latte, das macht dann 370 Yen. 370 Yen, also 4... 5, 6, 7 und einmal 100 Yen. Was? 1, 2 hoch? 2 mal 100 Yen macht dann 270 Yen. Hab nicht genug. Ja, tut mir leid, denn normalen Kaffee? Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest. Achso, oh, Akira. Sehr schön. Ja, das ist toll, dass du dem guten Mann aushilfst. Sei stets ein barmherziger Samariter. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Es ist kalt heute. Holen Sie sich also was Warmes, ja? Für jemanden wie mich nicht der Rede wert. Gott sei Dank, ein warmes Getränk. Ach übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Warum kommen die hier mit Geistern an? Ich habe schon Stalker am Arsch. Reicht das nicht? Nein? Verstehe, dann wird Ihnen nichts passieren. Okay. Sind die jungen Mädels gerade aufgestanden? Was ist mit denen? Akira, was sollte das denn? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein. Armer Kerl. Kapiert? Entschuldigung. Ich nehme einen Vanillalatte. Okay, Strange. Und die haben schon wieder die Tür nicht zugemacht. Ey, ohne Witz, die sind hier alle in der U-Bahn aufgewachsen anscheinend. Die können die Tür nicht schließen. Achso, die Tür schließt sich von Geisterhand. Okay, es sind doch Geister unterwegs.
Das ist ja toll. Ein Latte und ein Vanillalatte. So viele Latten, ey. Kaffee aufgeschäumte Milch, Vanillesirup. Okay, dann kommt dann nur... Warte. Was war das? Achso, Vanillalatte, ja. Okay, dann kommt dann nur Vanillesirup noch mit hinzu. Alles klar. Das kriegen wir hin, liebe Leute. Das kriegen wir hin, du. So, wir brauchen zweimal aufgeschäumte Milch. Niemand möchte irgendwas mit Sojamilch haben, ne? Ist euch das mal aufgefallen? So. So, das ist der erste, das ist der Latte. Und jetzt kommt noch der Vanillelatte. Kleinen Moment bitte, gedulden Sie sich bitte. So, achso. Muss ich ja auch mitnehmen, ne? Ah, war das Vanillesoße oder Sirup? Sirup. Guck mal, hätte ich wieder fast falsch gemacht. So, natürlich nur ein Pumper. Wir müssen Geld sparen. Ne, Inflation und so. Bitte, Akira. Sehr nett von dir, dass du dem Herrn ausgeholfen hast. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns nie wieder. Ah, ich muss die Tische schon wieder sauber machen, okay. Also baut sich wirklich sehr langsam auf, der Horror hier. Aber ich muss sagen, es unterhaltsam ist trotzdem. Okay, wir machen mal die Türen zu. Um Gottes Willen, die Weiber haben hier aber auch wieder Dreck verursacht. Mann, Mann, Mann. Das sieht ja aus wie auf der Darmtoilette hier. Hier geht nur noch ein genutzter OB auf den Tisch. Was? Warte. Was? Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt das her? Der Fernseher. Der steht im Drive-In, ne? Das ist der Drive-In. Oder gehe ich doch jetzt nicht raus? Hallo? Der Herr? Ne, da gehe ich nicht raus. Das mache ich nicht. Ich muss wahrscheinlich rausgehen, ne? Hallo? Okay, natürlich ist er weg. Oh, was ist das denn? Ein gruseliger Text. Ja, super. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen. Ja, bei Chillers. Da hat sie mich angelächelt, wie eine Blume. Nur an sie zu denken, lässt mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so wie sie es bei mir tut. Hey. Ja, gar nicht merkwürdig. 12.05 Uhr, wir sind doch später. Es wird immer später. Es wird von Tag zu Tag wird später. Ist doch unsere Milch. Ist doch die Milch aus dem Laden. Was? Hat geklingelt. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater, aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufge... Okay, es war tatsächlich der Typ vom Anfang, dem wir das Handy gegeben haben. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste, sie fühlte genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. What the hell? Ernsthaft? Oh wow, es ist Winter. Boah.
Das ist so krass, ne? Ich meine, das gibt es ja wirklich. Also solche Leute gibt es ja tatsächlich, ne? Und dann stellt euch mal vor, also Chan oder Laichi, also gerade ihr als wunderschöne Engelsfrauen, werdet so gestalkt wie die hier im Spiel. Das muss so krank sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss so übel sein. Ich glaube, ich würde mich da nie wieder raustrauen alleine. Wenn ich sowas miterleben würde. Ja? Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Oh. Wo kann ich denn den Bus nehmen? Hier rum? Da vorne sieht es nach Straße aus, ne? Ich geh mal hier langs. Geh mal hier entlang. Ist echt dunkel. ich geh mal hier die Straße. Achso, hier ist ein Schild mit Bus. Okay, alles klar. Danke. Dankeschön. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Also mach mir hier keine Horrorvorstellung. Ja, okay, es tut mir leid. Ich will euch auch gar keine Horrorvorstellung machen. Servus Nagetier Hamster! Herzlich willkommen, meine Liebe. Willkommen zum Japan-Horror. Wir werden hier gerade von einem Stalker gestalkt. Ich will mir gar nicht ausmalen, auf den Bus warten. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das hier noch weitergeht, ey. Das sieht echt uncool. Boah, ich wette, der Stalker ist bestimmt gleich hier mit dem Bus, oder? Sieht noch okay aus. Also er hat uns hier auch schon Nachrichten hinterlassen. Also er weiß, wo wir wohnen. Er weiß, wo wir arbeiten. Er hat uns eine Nachricht auf der Arbeit hinterlassen. Er hat uns eine Nachricht direkt bei uns im Briefkasten eingeschoben. Und dann... ist er der Stalker? Oh, okay. Was war das denn? Und dann war halt so die Aussage von mir, also wie, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie heftig das sein muss. Ich meine, das gibt es ja wirklich, dass hier gerade wenn man, also gerade in Japan sogar, die Geschichten kenne ich sogar, gerade in Japan ist das ziemlich heftig, aber auch in der westlichen Welt. Warum piept das hier jetzt so? Warum habe ich hier jetzt so ein Piepen? wie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man da irgendwie in so einem Café arbeitet bis 11 Uhr oder sonst was. Ich meine, auch meine Frau, ne? Meine Frau, die muss auch heute wieder echt um 23 Uhr die Bahn und mit Bus und Bahn nach Hause fahren. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das tatsächlich ist, wenn man gestalkt wird. Und komplett alleine ist. Also auch alleine wohnt, man ist Single und man wird halt von irgendeinem Psycho gestalkt. Und muss halt trotzdem halt zur Arbeit und so. Also, boah, stell ich mir so schlimm vor. Wie gesagt, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber muss echt ganz, ganz widerlich sein. Also ich persönlich würde mich wahrscheinlich alleine nie wieder raustrauen. Nie wieder alleine raustrauen. Ganz ehrlich. Ey, ich sollte meine Sachen weglegen. Jo, das machen wir. So. Wo ist denn Senpai? Senpai! Wo-sans? Lieber Senpai, wo-sans? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Bist du auf Toilette? Hallo! Ah! Du bist tatsächlich auf Klo! Warum? Warum stehst du hier? Ah! Was? Hä? Du hast mich doch schon gesehen! Heißer, hast du mich erschrocken. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Ey, Alter. Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Was ist jetzt los? Oh, okay. Hallo. Was hätten Sie denn gerne? Das ist laut. Jawohl, es ist auch gar nicht viel. Ein Karamell Macchiato, Toffee, zweimal so ein Toffee, okay.
Wo kommst du denn her? Okay, okay. Ja gut, setz dich hin. Warum auch immer. Wo waren das? Ah, hier. So, einmal und das Ganze nochmal, ne? Ich war das wieder, das Psychate, ey. Alte Sau. Alte Sau. Das war mit Karamellsirup immer, ne? Oder? Karamellsirup. Ach nee, das ist denn. Ach, natürlich, das ist Karamellsirup und Soße. Noch extra Würstchen hier. So. So. Zweimal aufgeschäumte Milch. Das war Vanille, Karamell-Sirup und Karamellsoße. Und zack, zack. Achso, Fenster auf. So. Karamellsoße, Karamellsirup. Und natürlich noch die Milch. So, Bestellung fertig. Ah. Senpai Ex Machina. Oh, okay. Sehr vornehm die Dame anscheinend. Herzlich willkommen. Ich hätte gern ein Matcha Latte. Was ist mit dem hier eigentlich los? Ist das unser Stalker? Ist das unser Stalker hier? Sehr merkwürdig. Er hat sich sehr verdächtig benommen, finde ich. Ich hätte gern einen Matcha-Latte und einen von diesen Waffeln nehme ich auch. Ein Matcha-Latte und eine Waffel. Genau, der Matcha-Latte und die Waffeln hier sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Oh, das freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sie anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sind Sie alleine? Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten. Dieses Rosenkranz-Armband soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in den höchsten Tönen gelobt. Oh, oh, oh. Ob das nicht von dem lieben Marvin war? haben die auch Diabetessteine? Oder Steine gegen Depressionen? Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen? Ja, meine Güte, das ist ja ein Schnabber. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe davon sowieso eine ganze Menge. Heutzutage kann man kinderleicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Ja. Okay. Gut. Sie hätte gerne eine amerikanische Waffel. Wo war die denn noch? Die war hier oben, glaube ich, ne? Die Waffel? Ja, die war hier oben. So, die Waffel kommt sofort, meine Dame. Und dann gibt es ein Matcha Latte. Jo, wie ging der da noch? Wie ging der da noch? Matcha Latte. Vanillesirup, aufgeschäumte Milch und Matcha Pulver. Zählt unter Heißgetränken? Achso, wegen der aufgeschäumten Milch. Wahrscheinlich, oder? Ist aufgeschäumte Milch warm? Naja, wir lassen das mal so. Zack. Anscheinend, es dampft auf jeden Fall. So, ach Mist, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ey. Vanillesirup und Matcha-Pulver. Vanillesirup und Matcha-Pulver. So, die Dame. Es kann losgehen. Bitteschön.
Auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Unfreundlich. Sehr unfreundlich, muss ich sagen. Kann nicht mal Tschüss sagen. Und die Tür kann sie auch wieder nicht zumachen. Schon wieder eine U-Bahn aufgewachsen hier. Gibt's auch nicht. Alle in der U-Bahn aufgewachsen. Warte. Okay, 63 Euro geht tatsächlich noch. Das stimmt. Ja, ja, mein Puls. Das geht. Oh, wer kommt denn da an? Ja, schönen guten Tag. Na? Alle Männer serviere ich ab. Aber mit dir würde ich was machen. Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model oder so bist? Ja, danke schön. Dankeschön. Nein, eigentlich nicht. Heißt sie wirklich Idol? Idol? Was für eine Verschwendung. Entschuldige, aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe, mir egal, wenn du es bereust. Ah, toll, ich hätte es angenommen. Ich nehme einen Salted Caramel Mocha, bitte. Ich bin leicht salted, ey. Ich bin echt... Warum hat sie das nicht angenommen? Ich bin salted. Denn durch dich werde ich salted hier. Was wollt sie jetzt? Ein Salted Caramel Mocha. Salted Caramel... Kaffee... Okay, warte, wir machen jetzt mal Kaffee-Milch. Kaffee. Milch. Karamell-Sirup, Haselnuss-Sirup und Schokosoße. Karamell-Haselnuss-Sirup. Karamell-Sirup. Haselnuss-Sirup. Schokopulver, ne? Das Pulver? Pulver oder Soße? Soße. Oh. Das hab ich schon wieder fast falsch gemacht hier. Schokosoße. Und dann kommt die Milch noch damit zu. So, bitteschön. Auf Wiedersehen. Danke. Okay. Dann nicht. Sehr unfreundlich hier in Japan anscheinend. Uncool. Türen können die auch nicht zumachen. Ah, ich komme hier nicht weg. Okay, Drive-In-Fenster. Kommt hier jemand? Kommt hier wieder jemand? Ja, ah. Was ist mit ihm los? Der ist ja halb nackt. Was ist da los? Was? Okay. Können Sie das bitte unterlassen? Hey, hey, es ist echt heiß heute. Ich nehme ein Karamell-Cappuccino. Entschuldigen Sie mich, Sir. Könnten Sie sich bitte was anziehen und keine Szene machen? Nein, das ist nicht legal. Kommen Sie schon. Ich bleibe nicht lange. Wäre es nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkälten würde? Was? Was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Oh, danke. Aber es ist heiß heute. Trotzdem wäre es freundlich, wenn Sie Rücksicht auf die anderen Kunden nehmen würde. Okay, ich kann nichts machen gerade. Nein, das ist nicht legal. Strafgesetzbuch Artikel 171. Was? Junge Frau, Sie wissen sicher eine Menge über... Dann gehe ich jetzt nach Hause. Aber ich werde wiederkommen. Okay, Gott sei Dank. Okay, er geht. Okay, wir konnten ihn nach Hause schicken. Sehr gut. Vielleicht ist das tatsächlich auch so gewollt vom Spiel.
Ist er da gerade, als er durch die Tür gegangen ist, hat er unser Café da nochmal kurz geteabaggt? Habt ihr das gesehen? Die alte Sau. Es könnte auch sein, dass es tatsächlich gar nicht, weil das Spiel selber ist ja gar nicht stecken geblieben, dass das von den Entwicklern so gewollt ist, dass er nicht weggeht, weil wir einfach die falschen Dialogoptionen gewählt haben, dass er dann halt die ganze Zeit hier stehen geblieben ist und ne? Putze die Toilette und bringe den Müll raus. Okay, kann ich, warte, wir schließen erstmal das Café, kann ich jetzt das Café schließen? Ja, nö, okay. Wir putzen die Toilette. Wir putzen erstmal. Okay, wir bringen erstmal den Müll raus. Nein, wir putzen nicht. Ja. Tütülütütü. Wir machen das Klo sauber. Warte mal. Okay. Wo ist denn Toilettenpapier? Sind Toilettenpapier, bitte. Okay, in den Schränken ist nichts. Ah, hier. Okay, Toilettenpapier. Füllen wir mal kurz auf. Da. So. Picobello. Picobello. Und Galott. Ist hell hier. So, stürmisch, leicht stürmisch, muss ich sagen. Okay. Was? 1:41, 11? Hey, wir haben geschlossen. Wir haben geschlossen. Boah, Alter, du siehst gruselig aus mit deinen Augen. What? Ein Latte? What? Das war aufgeschäumte Milch, ne? Das kriegen wir hin. Du siehst unheimlich aus. Warum soll ich hier denn beide machen und die Zeit läuft runter? Warum läuft die Zeit runter? 1:13. Hä? Wo bist du denn jetzt her? Noch eine Latte? Oh, so viele Latte. So viele Latte. Throwing Flashback! Nein. Ich sehe nichts. Ich erkenne nichts. Ah, okay. So. Noch eine Latte. Alter, wie viele Latte wollt ihr denn haben? Ich stehe unter Zeitdruck, liebe Leute. Ihr könnt mir doch hier jetzt nicht solche Flashbang reinwerfen. Ah, ihr seid doch Arschis, ey. Ihr seid doch echte Arschis, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben noch ein bisschen. Okay. Noch ein Latte. Alter, wie viele Latte wollt ihr denn haben, bitte, ey? Ja, unter Zeitdruck. Noch einer? Noch ein Latte. Ey! So viel, Mann. Zu viel. Eine Taschenlampe? Schalte das Licht mal wieder ein, oder? Achso. Natürlich, geht natürlich nicht. Warte mal. Achso, hey. Hä? Was soll ich denn machen? Ey, der braucht keine Latte mehr. Ja, wahrscheinlich.
Aber... unser Wisch. Er beobachtet uns wieder. Nee. Ja, denk mal, wir müssen wieder zur Arbeit. So, langsam. Okay, keine Frau, die hier angerannt kommt. Ja. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Schritte. Okay. Komm mal zur Arbeit. Gucken. Also baut sich hier irgendwie ganz subtil auf, muss ich sagen. Was? Was? So, bin ich hier schon drin? Okay. Guten Tag. Ich muss Kunden mit ihnen. Dann die Leiter da vorher auch schon? Weiß nicht. Ach so. Ach. Doch, Detektiv, ich werde gestalkt. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mich mal umsehen, ob ich was finden kann. Oh, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich Angst. Ah, da kommt eine Kundin. Oh, wie froh. Der Detektiv ist da. Der wird uns bestimmt helfen. Guten Tag. Oh, direkt zwei. Business-Kunden hier, oder was? Tolte Karamellmocker ist hier einfach köstlich. Du wirst ihn lieben, Senpai. Okay, dann probiere ich es. Ein Salted Karamell Mokka. Ich nehme einen dunklen Mokka Chip Chilappuccino. Sumi, du möchtest du kein Salted bla bla bla? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist das also. Aber ein Chilappuccino an einem Tag wie diesem. Du bist doch so jung. Weil er so lecker ist. Wie möchten Sie die Rechnung bezahlen? Oh, gibt es hier heute ein Fotoshooting oder sowas? Schreibt eine Zeitung über das Café? Nein, glaube nicht. Warum? Was? Aber ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Was? Hä? Hat er Fotos vom Café gemacht? Ja, vom Café und von Ihnen. Mist, hätte mein Make-up machen sollen. Jupp. Wovon redest du? Entschuldigen Sie, wir zahlen zusammen. Die Getränke gehen auf mich. Was? Bist du dir sicher? Vielen lieben Dank, Senpai. Ich bin in letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch. Jetzt, wo er zur Schule geht, hat sich seine Laune gebessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Wow, er macht... Oh, oh, oh. Okay, warte mal, wir haben hier auch noch einen Latte, ne? Aber den können wir ja gar nicht mehr auslösen. Salted Caramel Mokka unten. Okay, machen wir erstmal den Salted Caramel Mokka. Das war das. Das war Milch. Das war
Karamellsirup, Haselnusssirup und Kokosauce plus die Milch. Hey Leute, dass ich das im Kopf hatte, ne, aber den weiß ich jetzt nicht mehr. Welcher war das? Der Chocolate Chip Chilacino. Zerkleinertes Eis, Kaffeemilch, Schokoladensauce, Kakaopulver. Okay. Zerkleinertes Eis. Kaffeemilch, Schokoladensauce. Da muss ich kurz niesen. Kaffee, Milch, Schokoladensoße, Kakaopulver, Schokoladensoße, Kakaopulver. Das war's, oder? Ach nee, das Eis. So. Bitte. So, wo ist der Detektiv hin? Warum hat er sich noch nicht zurückgemeldet? Pass auf, der ist gleich tot. Ja, das vermute ich. Vermute, der ist sogar schon tot. Ich vermute, der ist bereits tot. Ansonsten wäre er doch bestimmt schon wieder hier, oder? Also ich meine. Fuck, ey. Shit, ey. Mich hier gerade echt in die Hose gemacht, ey. Huch. Hallo. Guten Tag. Ach, die mit dem Kinderwagen, natürlich. Jetzt möchtest du eine Bestellung auf. Dir ist schon klar, dass du kein Kind im Kinderwagen hast, ne? Oder? Ist dir aufgefallen, oder? Dass dein Kind weg ist. Salted Caramel Mocha. Okay, das war das Ding. Meinst du? Weint die gerade? Die schnieft so vor sich hin. Schokoladensauce. Die schnieft so ein bisschen vor sich hin. Hast du dein Kind verloren und weinst deswegen und willst dein Kummer mit einem Salted Caramel Mocha ertränken, oder? Okay. Tschüss. Was? Ja. Wir nehmen das mal so hin und weg. Boah, die hat gerade das andere Auto. Fahrerflucht. Ich hab's genau gesehen. Wir haben es auf Video. Nee, haben wir nicht auf Videokamera. Wir haben nur eine Kamera am Drive-In. Das tut mir leid. Nee. Stellenweise ein bisschen creepy. Ist schon stellenweise ist das schon ein bisschen komisch, das stimmt. Das ist seltsam, Ma'am. Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Oh. Das Übliche ist ganz schön viel. Ach, du Heiliger. Wieder so ein Salted Karamell-Ding, ne? Was war das? Süße rote Bohnen und Butterbrot. Okay.
Kriegen wir hin. Die Musik ist echt merkwürdig, Leute. Die Musik, die ist echt, ist anstrengend. Anstrengend, muss ich sagen. Ein Karamell Macchiato. Wie ging der denn noch? Kaffee, Milch, Karamellsirup, Karamellsoße. Okay. Kaffee. Ja. Milch. Karamellsirup, Karamellsoße. Da, 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 da. Kommt sofort, meine Liebe, kommt sofort. So. Hey. Reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Das könnte der Detektiv sein. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. War vielleicht nur meine Einbildung. Wie dem auch sein, mein Getränk bitte. Unser Stalker ist auf dem Dach. Also entweder ist der Detektiv tatsächlich noch am Leben und ist auf dem Dach. Oder es ist der Stalker. Geh mal aufs Dach. Kann ich aufs Dach? Warte. Benutze die Leiter, um das Dach zu überprüfen. Okay, Moment. Ich werde jetzt mal den Laden schließen. Ich hoffe, ich kann den Laden jetzt schließen. Nee, okay, kann ich nicht. Okay, gehe ich aufs Dach. Da, 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 da. Warum ist die Tür auf? Okay. Okay, warum auch immer die Tür auf ist. Von wo komme ich denn jetzt aufs Dach? Wahrscheinlich von hier irgendwo, ne? Hier? Sieht so nach Leiter aus? Nee. Ach, das sieht doch so nach Leiter aus. Oder? Ich finde, hier könnte eine Leiter. Guck mal. Guck dir das an. Das sieht doch nach Leiter aus, oder nicht? Ah! Okay, ich hätte die einfach nur richtig platzieren müssen. Ich bin jetzt in dem Lager, in dem wir vorher nicht reinkamen, ne? What the hell? Das war nicht die Wohnung vom Stalker-Chan. Der hat hier gelebt. Holy shit. Okay, der hat bei uns im Café hinten im Lager gelebt. Ich muss das Café schließen. Schnell. Kann ich den mitnehmen? Ich würde den gerne mitnehmen. Ich die mich mitnehmen oder so. Ich würde den gerne mitnehmen. Ich will mich verteidigen können. Mhm. Kann ich den Schrauben drin nicht mitnehmen? Ah, ist das Café? Ah, shit. Krieg ich nicht so anscheinend. Was? Was brauche ich denn jetzt? Warte mal. Los. Ah, ne, kann ich noch. Ich soll doch das Café schließen. Hä? Okay, soll ich jetzt alles wegschmeißen oder was? Oh, okay, tatsächlich.
Ich habe auch eine Geldzählmaschine, ne? Alles wegschmeißen oder was? Holy shit. Okay, ist ja auch cool, dass man das alles einzeln machen muss. Was muss ich denn scannen mit dem Barcode-Scanner überhaupt? So. Muss ich denn damit scannen? Ach, okay. Dreh das Schild auf Klos. Ah, endlich. Kigo, ey. Behinderter Stalker. Können wir jetzt die Polizei rufen, bitte? Können wir jetzt bitte die Polizei rufen? Alter. What the hell, ey? Ey, können wir die Polizei bitte rufen jetzt? Bitte. Ich hab aber auch keine Waffe oder so, ne? Also ich kann ihn jetzt nicht. Ich geh wieder aufs Dach. Kommen wir hier irgendwie wieder aufs Dach rauf? Ist er immer noch da? Oh, er ist weg. Natürlich ist er weg. Bitte, ey. Okay, warte. Ich geh mal wieder aufs Dach. Ich glaube, kann ich hier irgendwie... Oh. Ich kann Schrauben drin nehmen. Ich kann mich verteidigen, liebe Leute. Okay, warte mal. Geh aufs Dach. Ich glaube nämlich, wenn ich unten rausgehe, wenn ich unten rumgehe, dann werden wir sofort sterben. Was? Oh. Kann ich mit dem Stein auf ihn werfen? Ah! Nein, der Cop. Der Detektiv. Er ist tot. Er ist tatsächlich tot. Da ist er. Oh, ich kann tatsächlich. Er hat sogar eine Stange in. Oh. Au. Er hat sogar ein Rohr in der Hand. Damit hätte er uns verprügelt, garantiert. Oh, scheiße, haben wir ihn getötet? Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwie reinkommen und mich töten, wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse. Er sah furchterregend aus. Ich kannte ihn nicht einmal. Warum hatte er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist. Und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich solle den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nach dem, was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause holen. Oh nein, er weiß doch, wo wir wohnen. Er weiß ganz genau, wo wir wohnen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, wir werden hier kein Happy End erleben. Mit den Kabeln stimmt wieder was nicht, ja. Ich glaube, das hat mit dem Besitzer und so nichts zu tun. Wo ist mein Handy?
Ja, na klar. Ey, du gehst doch jetzt nicht bitte runter, um dein Handy zu holen. Das macht doch keiner. Du wurdest gerade vom Stalker verfolgt und du weißt ganz genau, dass er nicht mehr da ist. Also, er ist am Leben. Am Leben. Und du willst tatsächlich dein Handy holen? Nö. Ja, müssen wir ja. Das ist jetzt nicht das Schlauste. Das ist jetzt nicht das Schlauste. Wirklich. Ich meine, allein schon die Tatsache, warum liegt das Handy da unten, ne? Also. Oh. Hallo? Okay. Keiner da. Das ist das Auto vom Stalker, oder? Wir haben noch unseren Schraubendreher. Wir haben noch unseren Schraubendreher, liebe Leute. Konnte ich ins Auto einsteigen? Wieder, muss ich wieder zur Arbeit? Mit dem Auto hier? Aber nee, wir sind ja jetzt zu Hause, ne? Also ich glaube nicht, dass wir wieder zur Arbeit müssen. Ich gehe mal wieder nach oben. Nee, halt, warte mal. Ah, hier. Okay. Welche Tür waren das? War das die letzte? Okay, da rein, ja. Ach. Ist alles so nicht gut beschildert hier. Ja, da. Ja, natürlich. Er ist im Schrank. Och Mann. Ich glaube, das war's, ne? Importer Appearance. Boah, harter Tobak, ey. Harter Tobak. Also von der Story her ist schon übel. Ich weiß aber, ich habe zwar nie jemanden gekannt, der tatsächlich mal gestalkt wurde oder tatsächlich auch mal wirklich blöd angemacht wurde oder dergleichen. Appelliere aber trotzdem nochmal an alle, hört doch bitte auf. Also wenn Gronkh, was war das mit Gronkh? Supporter? Pandora? Hm? Warum sind die in den Credits? Haben die Spiele supported oder was? Aber es ist einfach, akzeptiert einfach ein Nein und hört mit der Scheiße auf. Also ich glaube, was anderes kann man dazu gar nicht sagen, ne? Das ist einfach, also völlig Banane, sowas überhaupt zu machen. Völlig krank. Völlig krank. Es ging, das war mehr so ein Psycho-Ding anscheinend. Das war mehr so ein Psycho-Ding, auch wenn es ein paar Jumpscares hatte. Ich glaube, das nächste Spiel, was wir uns jetzt anschauen werden, das wird auf jeden Fall schlimmer werden, glaube ich, was das angeht. Ich glaube, jetzt geht's auch wirklich mehr in die Horrorschiene rein. Fuck. Holy shit, vielen, vielen Dank für dein Follow. Du hast mich erschreckt.